Alter, das Gummi ist durch. Was ist da los? Der Gummi ist durch? Dem Gummi ist durch. Scheiße. Was? Luftdruck wird nicht verraten. Foxy, magst du nicht im Regen fahren? Nein, der Fuchs ist kein Wassertier. Was machst du da? Kannst du halten? Ich versuche das Wachs runterzuholen. Nochmal den Reifenstreifen. Genau, damit er schneller wird. Er muss ja wieder mit der Laufrichtung, also so lang. Jetzt haben wir uns die Strecke mal angeguckt, das erste Mal. Das erste Mal dabei dieses Jahr, Foxy und Ali. Hallo. Und wie war's? Ach, was eine nette Landschaft hier. Bisschen hügelig. Ja, war gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Interessant auf jeden Fall. Vor allen Dingen mal mit fast der ganzen Truppe unterwegs. Mit den Green Buddies, das war echt schön. Ja. Habt ihr Bock auf morgen? Immer. Ja. Ballern! Ich hab Bock auf Ballern! Was sagt er zur Strecke? Ja, schon auch anspruchsvoll. Also ja, am Anfang wird wahrscheinlich gut Gas gegeben. Ja. Und dann heißt es dranbleiben, überleben, leiden und am Ende drücken. Genau. Ja. Foxy, zählen irgendwann nochmal, ne? Die Mädels sind nett vom Zählen. Ja, bei 7. Nein, nur zwischenzeitlich, aber nein. Dann wieder 6. Zähl nochmal. Zähl mal auf, wer war alles dabei? Amelie. Ja. Du, Sepp, Heli, Ali, ich. Ah, und Lydia. Wir waren 7 und zwischenzeitlich 8. Ja, und manche kannten wir noch gar nicht, deshalb habe ich jetzt auch vielleicht was vergessen. Aber ja, es ist schön. Außer, dass mein Fahrrad kaputt ist. Das ist nicht schön. Foxy, willst du uns sagen, was das Problem ist? Wenn wir das wüssten, wären wir schon einen Schritt weiter. Die DIDU funktioniert nicht mehr und wir wissen nicht, woran es liegt. Ob es der Akku ist, ob es die Junctionbox ist, ob es ein Kabel ist. Okay. Ja, also bauen wir mal das Fahrrad auseinander. So viel Sand und keine Förmchen. Und Christian, was sagst du dazu? Sprachlos. Ich überlege, woran es liegt. Ruhig. Ich glaube, das ist der Akku. Als du früher bei der Mechanischen hast du nicht direkt gesehen, what the fucking problem. Ali, kannst du dein Rad mal herholen? Ja. Klauen wir dir den Strom. Oh nee, nicht, dass bei mir auch noch was kaputt geht. Ach so, du hast es ja so innen verlegt. Ja, das gut, machen wir nee, nicht. Dann machen wir das nicht. Kada, was gab's denn jetzt bei dir eigentlich noch? Nudeln. Also, Nudeln gibt's jetzt, ja. Nachdem wir das Fahrrad ausgeladen haben, habe ich festgestellt, dass meine Schaltung nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir versucht, es auf die Schnelle irgendwie in den Griff zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Dann bin ich die Strecke mit dem Ersatzrad, was Heli mir netterweise überlassen hat, abgefahren. Und jetzt haben wir eben noch ungefähr eine Stunde versucht, den Fehler an der DI2 zu finden, haben ihn aber leider nicht gefunden. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich der Akku und wir haben natürlich keinen Ersatzakku dabei. Jetzt werde ich wohl morgen das Rennen auf dem Ersatzrad bestreiten. Und das Schlimmste ist eigentlich Felgenbremse. Das Schlimmste ist die Felgenbremse, ja, und keine DI2. Keine Angst, auf der Strecke brauchst du nicht bremsen. Nee. So, wir sind hier gerade
beim Essen. Das hier ist die Helena. Hi. So, Helena, du hast hier was ganz Besonderes gerade eben gemischt. Möchtest du mal kurz sagen, was du da isst? Ich esse Dinkelnudeln mit Tomatenmark, Leinöl, ein paar Gewürze. Oh, und die Zaubertrankgewürze. Und vielleicht noch ein bisschen rote Beete gleich dazu. Und dann hoffen wir mal, dass das was bringt für morgen. Ja, freust du dich denn auf morgen? Ja, ich glaube, wir freuen uns alle, endlich wieder Rennen fahren. Wir können es kaum abwarten, jetzt die letzten Monate nur trainiert. Ein Rennen hatten wir in der Schweiz, aber jetzt, wenn es endlich losgeht, freuen wir uns alle. Bist du aufgeregt? Ja, ich glaube, wir sind alle aufgeregt. Okay. So, hier haben wir die Lü. Die hat sich auf den Boden gemütlich gemacht. Möchtest du vorbei? Ja. Aber die werden im Futterfunk. So, bei dir gibt es Pesto. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Freust du dich auf morgen? Eine andere Strecke wäre schöner, aber klar, war das jetzt das letzte Rennen gefahren. Also gut, wir sind ein Rennen in der Schweiz gefahren, aber das waren wir Männern. Und das letzte Rennen davor sind wir, glaube ich, alle im September gefahren. Also das ist schon eine lange Zeit, wo man immer nur trainiert hat. Und jetzt hofft man, dass sich das harte Training irgendwie auszahlt. Aber es ist natürlich auch das erste Rennen, sage ich mal, in der Saison, ist immer so ein bisschen schwierig. Weil man nicht weiß, wo man steht und ja, wo die anderen sind. So, jetzt ist noch die Frage, was der Hund dazu sagt. Der Hund will auch ein Essen haben. Naja, primär war ja heute Anreise. Dann haben wir uns getroffen, hier das Organisatorische gemacht mit den Unterkünften, durch Corona ja auch alles mit gewissen Herausforderungen, die da einhergehen. Dann sind wir eine Runde Rad gefahren, haben die Runde uns angeschaut. Ich war dann Nummern holen, Unterlagen holen, ist ja erstes Rennen, also alles, was wir so brauchen für die Bundesliga-Saison. Und jetzt sind wir eigentlich dabei zu regenerieren, den Abend noch zu genießen, ein bisschen was zu essen. Vielleicht machen wir noch eine Besprechung und das war's dann auch. Und morgen früh geht's ja schon los. Während die anderen oben Pasta-Party machen, ist der Christian hier noch fleißig. Ja, Ali, hier wäscht der sportliche Leiter noch selbst. Ja, irgendeiner muss es ja auch machen, ne? So sieht's und aus. Und soll ich dir noch was dazu sagen? It's a dirty job, but somebody has to do it. Ja. Christian. We need the money. Wir brauchen das Geld, da hast du recht, ja. So, ich halt mal so. Genau, halt mal gerade. Die letzten Vorbereitungen werden jetzt noch getroffen für morgen. Warte, halt mal so. Jo, ja. Hi. Wie schätzt du denn morgen ein? Was denkst du, wie der morgige Tag für uns laufen wird? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, wie lange das dauert, bis wir die Junioren eingeholt haben, weil die starten ja wieder 2 Minuten vor uns. Und da ist Minimum eine drin, die sich richtig was vorgenommen hat. Also die Linda Riedmann, die kommt ja von hier, ich weiß nicht, wann ihr das heute gesehen habt. In der Zielkurve ist quasi der Radsportladen, ich glaube, der ist von ihrem Papa. Ja. Und wenn man da natürlich Reimrennen hat, dann nimmt man sich da schon was vor. Ansonsten fahren wir offensiv wie immer und dann gucken wir mal, für was es reicht. Ich kann es ehrlicherweise wirklich kaum einschätzen, weil wir keinen richtigen Vergleich jetzt so haben, wo wir eigentlich stehen, was haben die anderen gemacht. Letztes Jahr gab es nur ein richtiges Straßenrennen, was dann auch aus unserer Seite relativ taktisch geprägt war. Schauen wir mal. Morgen müssen die Karten auf den Tisch. Guten Morgen. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, klar.
kurz. Und du? Auch, ja. Bist du bereit? Ganz bereit. Na gut. Freust du dich auf gleich? Ja. Da ist der Fuchs noch ganz schön müde. Und gestern Abend haben wir tatsächlich noch gerade das Fahrrad fertig. Hui. Aufgeregt, geht gleich los. Aber sind die als Einzelstaat gemeldet? Und was ist jetzt unser nächster Plan? Der nächste Plan ist fertig frühstücken, dann Sachen packen und dann geht's rüber zum Start. 7:30 Uhr wollte mal da sein, 9 Uhr Start. Gut. Hast du denn gut geschlafen? Nee. Bist du denn bereit, hinter uns im Auto herzufahren? Dafür wird's reichen, ja. Ja, schön. Gleich geht's los. Bist du ready? Ja, Wahnsinn. Oh, und da ist auch schon unser Fuchs. Ja. Bist du glücklich? Ja. Dass dein Fahrrad wieder heil ist. Ja. Das glaube ich dir. Endlich. Dann kannst du ja jetzt richtig losgehen. Ja, damit steigt auch der Druck, ne? Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Das stimmt. Jetzt ist deine Frau gefragt. Alles fürs Team. Genau. Bist du durch? Ja. Danke. Ein bisschen feucht, ne? Ein bisschen ist gut. Erst genießen die dann im Aufbruch. Ja. So, bis gleich. Radfahrtriebmann. Ja, sehr gut. Bis gleich, ciao. Ali mal wieder am Steuer. Ja. Full Force voraus. Komm mal hier. Hallo Leute, was ist hier los? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist hier eigentlich los? Was tun wir hier eigentlich? Das ist auch immer wieder die Frage von Ben. Ja. Warum tun wir uns das an? Warum ist es eigentlich so wieselig? Ja, das wird gleich schon wieder besser. Wenn das Rennen vorbei ist, ist die Sonne raus, oder? Ja, schön, dass ich wieder rausgefahren im Auto bin. So. Ja, sie fährt runter, ich fahr hoch. Genau, ja, ey. Ich merke das echt mal, dass es runtergeht. Nicht, dass ihr gegeneinander fahrt gleich. So, Ali, was ist das Statement des Tages? Ja, it's a dirty job, but somebody has to do it in dem Fall. And we need the money. And we need the money. Gestern hast du dich ja mehr hinter der Kamera versteckt, jetzt ja. Bist du mal ein bisschen im Fokus hier, ne? Ist auch okay. Katha, was ist deine Weisheit des Tages? Immer alles, was geht, oder? So schnell es geht, alles, was geht, full force voraus. Habt ihr Bock? Klar, auf jeden Fall, ja. Gut, das wollte ich hören. Bonjour. Hallo. Da sieht man mal, was ein wahrer Crosser ist. Der fährt ziemlich auf der freien Rolle warm. Na Steffi, was ist deine Weisheit des Tages? Die Weisheit des Tages. Ich glaube, ich sag mal was ganz Schlaues. Ruhe behalten. Sehr gut. Danke. Wir befinden uns im Auto. Der Start ist gerade erfolgt. Wir sind hier in gewohnter Crew, also Christian fährt. Hinten haben wir den Lars und meine Wenigkeit auf dem Beifahrersitz. Bergwertung wird abgenommen. Wir fahren jetzt mal hier durch das Kopfsteinpflaster kurz und dann geht es gleich schon hoch. Christian, Statement von deiner Seite. Ich bin gespannt, was jetzt gleich passiert. Schauen wir mal. Keine Rennen gefahren, wird Zeit, dass es wieder losgeht. Nochmal der Hinweis zu den
Ja, wir sind sehr gespannt. Mal gucken, das ist jetzt ja so eine Standortbestimmung auch. Erstes Rennen, mal gucken, wie es so läuft. Und geht ja fast allen so. Wird sicherlich gleich am Anfang schnell losgehen. Lassen wir uns überraschen. Mal ein paar Impressionen hier von der Landschaft mit diesem geilen Panorama, wie der Nebel hier so zieht. Ist schon echt nett. So, jetzt fahren wir in die zweite Welle. Geht's gleich. Schön, super. Wir fahren gleich wieder in den Ort rein. Einmal durch die Zielkurve und dann die technische Zielanfahrt. Zack, da wird voll durchgezogen. Und gleich schon ein Loch. Genau, jetzt musst du Druck machen. Dann ziehst du es richtig auseinander. Ja, und hier bei der nach der ersten Runde wurde auf die erste Sprintwertung der Juniorinnen- und Frauenrad-Bundesliga abgenommen. Es gewinnt die erste Sprintwertung die Startnummer 129. Maler Siegmann vom Team Magersee der Bayern. Zweite wird die 147 Selma Lansch von der RG in Kassel-Team. Und dritte. So Foxy, wir hocken hier gerade im Auto. Ja, what happened? Hier drinnen ist schön warm, draußen regnet es. Wir wurden neutralisiert, weil es in der Abfahrt, in der langen Abfahrt nach dem zweiten Anstieg einen heftigen Sturz gab. Ich glaube, es sind 8 Frauen verletzt und der Helikopter muss kommen. Und leider ist auch unsere Lü verletzt. Ja, wir hoffen, dass nichts Schlimmes ist. Ja. Auf jeden Fall. Also, und wir hoffen, dass es jetzt bald losgeht oder gucken wir mal, wie es weitergeht und wie wir das Rennen beenden können. Wir sind jetzt zu 8 vorne und mal gucken, wie die Bergführer gleich den Berg hochstrahlen und dann mal gucken, wie das alles endet. Hoffentlich im Guten, auch für Lydia. Ja, wir drücken die Daumen. Des Feldes. Heli, gewonnen, sag mal was. Endlich! Ja, ich freue mich, es hat alles geklappt.
und sogar im Sprint gewonnen. Sehr unerwartet, aber ja, es sollte heute so sein und freue mich darüber natürlich auch sehr. Und dann kommen wir auch schon zur Siegerin des Rennens, ebenfalls RSG Gießen-Bieler, Helena Bieber. So, damit wir ein Siegerehrungsfoto haben, geht die Siegerin jetzt erstmal mit aufs Bild, damit wir alle drei zusammen ablichten können. Das ist also Helena Bieber, Corinna Lechner und Katharina Fox. Und jetzt nochmal ein großer Applaus für die drei Erstplatzierten. So, und haltet schön das eben nach vorne. Wunderbar. Das ist das Führungstrikot bei den Frauen. Jawohl. Ja, es muss ja eng sitzen. Wunderbar. Windschnittig, das darf ja nicht flattern. Zum nächsten Mal, ne? So, das ist die führende in der Radbundesliga-Auftaktsaison 2021. Heute hier in Karbach am 13.05. 33. Auflage der Main. Beste Mannschaft zum Auftakt der Radbundesliga Müller, die Lila Logistik RSG Sünde-Bieler. Das erste Rennen ist rum. Erstmal das Beste vorweg. Es gab gerade gute Nachrichten aus dem Krankenhaus. Bei Lydia nichts gebrochen. Ein Glück. Nur eine starke Gehirnerschütterung, Rippen- und Nierenprellung. Waren wir alle ganz froh. Sonst, Foxy, wie war so der erste Auftritt in der Bundesliga? Gleich aufs Podium gefahren? Hat richtig Spaß gemacht. Wir wollten ballern und wir sind geballert. Ne? Ja. Nee, war richtig geil. Also natürlich abgesehen von den schlechten Neuigkeiten über Lydia, beziehungsweise jetzt ja schon nur wieder leicht schlecht, lief es eigentlich doch sehr gut für uns, oder Heli? Was sagst du? Ja, also ich kann auch nur sagen, dass es echt gut für uns lief. Alles, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir auch gut umsetzen. Und ich würde auch sagen, die Green Buddies haben wieder das Rennen dominiert und wir haben uns gut gezeigt und hat wieder richtig Bock gemacht, endlich wieder Rennen zu fahren. Und ja, wie Foxy es gesagt hat, wir wollten ballern, wir sind geballert und wir haben es am Ende über die Bühne gebracht. Und Adi? Ja. Also ich kann mich dem jetzt nur anschließen. Hat Spaß gemacht. War ja auch für mich das erste Rennen in der Bundesliga. Ja, und ich finde es super cool, Teil des Teams zu sein. Und ja, freue mich schon auf die nächsten Fahrten, die wir gemeinsam machen werden, die nächsten Rennen. Und denke, dass das eine erfolgreiche Saison wird. Es hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr. Ja. Wir und jetzt? Mehr Rennen fahren. Thüringen. Und jetzt? Geht's nach Thüringen. Ja. Wir machen einen kurzen Stop in der Schweiz. Und dann spielen wir mal mit den großen Girls. Genau. Ja. Gucken wir uns mal an, wie die das so machen.